Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 20. Februar. Hinter uns liegt eine kleine Verfallswoche, die relativ volatil war. Es gab einige Wendungen zur Ober- und zur Unterseite. Nicht ganz unerwartet. Ich glaube, dass wir in dieser Woche ganz gute Orientierung hatten im Leserstream, im Premium und auch in dem täglichen Newsletter mit Updates. Nichtsdestotrotz sind wir in einer Seitwärtsrange hier im DAX. Wir sind es ebenso in den US-Märkten und die sind natürlich ein bisschen nervig, denn es gehört einfach in Seitwärtsmärkten dazu, dass es entweder ein Flatlining gibt, das heißt man sitzt vorm PC und die Augen fallen einem zu, oder es gibt eben spontane Wendungen zur Ober- oder zur Unterseite, die letztlich aber doch nicht weiterführen, weil die eingrenzende Range eben nicht zur Ober- und auch nicht zur Unterseite verlassen wird. Und das passiert dann in der Regel erst dann, wenn es mal einen knackigen Volumentag gibt und eine Bewegung von 1,5, 2 oder auch gar 3%. Bis das nicht passiert, müssen wir uns also mit dem zufrieden geben, was uns der Markt so liefert. Bevor wir heute mit den Charts anfangen, gucken wir uns, das heißt, es sind ja auch Charts, aber mit den Detailcharts gucken wir uns die 4-Stunden- und 3-Stunden-Charts im DAX und in den US-Märkten an, damit wir einfach vorab einen kleinen Überblick haben. Es hat sich gar nicht so viel geändert. Nasdaq, nach wie vor der schwächste Index, kam nicht über seine 38er Erholung und ist aktuell möglicherweise auf dem Weg zur 23er Mindesterholung. Das wird hier im Bereich um 12.195 entschieden, denn dort ist das letzte Tief gemacht worden. Wird es gebrochen, kann es durchaus sein, dass wir die 12.000 nochmal verlassen und tiefere Gefilde aufsuchen. Der S&P hat seit dem 1.2. immer wieder an der 50% Erholung 1 auf den Deckel gekriegt. Das sind übrigens die Strecken von den Allzeithochs zu den Tiefs aus September und Oktober. Ja, der ist aktuell auch eine Etage tiefer gerutscht und wird sich entscheiden müssen, ob er wieder zur Oberseite dreht und die 50er Erholungsfibo überwindet oder ob er die Runde 4000 nochmal backtestet, und wenn die bricht, dann kann es unangenehm werden. Dow Jones, die gleiche Nummer, eklige Seitwärtsrange im Bereich der 61.8 Erholung mit einigen 100 Punkten, also da geht es dann so um 500 Punkte rauf oder runter, was ja für den Dow nicht besonders viel ist. Und heute ging es per Gap unter die 61er, aktuell hängt er da schon wieder rum, 33.758. Der handelt ja noch, wir haben es 20.30 Uhr. Also da fehlen dann irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Punkte, dann kann er sich erneut an der Marke herumärgern. Und Herr DAX verteidigt ganz tapfer die 76er Erholung, das heißt, der ist zumindest aus Fibonacci-Sicht am weitesten, immer noch, und steht hier oben, als würde ihn das und das und das überhaupt nicht interessieren. Ganz interessante Gemengelage. Es wird aber auf den ersten Blick deutlich, dass die 15.245, die 76.4 Fibo, wichtig ist. So, dann haben wir das kurz abgefrühstückt. Und schauen mal an, was wir sonst noch so haben. Wir schauen uns heute den DAX an, selbstverständlich. Dow Jones, S&P, Nasdaq, weil wie gesagt, Seitwärtsrange ist auch nur in jeweils einem Chart. Dann, das ist WTI, genau, wir gucken uns WTI an, wir schauen uns Kupfer an. Da gab es aus dem Blog heraus den Wunsch, mal Kupfer zu besprechen. Bitcoin gucken wir uns an, dann Erdgas, BioNTech und zum Schluss Silber und Gold auch nur in einem Chart, weil wie gesagt, Seitwärtsmärkte, da kann ich jetzt lange reden. Letztlich sind wir in Ranges. Fangen wir mal mit dem Wochenchart im DAX an. Das ist ja das bullische Shark-Pattern, was eigentlich hier hin soll, nach 9.171. Und solange wir die 16.855 nicht überschreiten, Bullish Shark Pattern ungültig, da laufen wir nämlich über die 221er Extension. Solange wir da nicht drüber sind, und da ist ja auch noch ein bisschen Luft, kann es durchaus sein, dass wir nochmal eine Biege zur Unterseite sehen.
Aus Wochensicht bleibt es einfach wichtig, das Hoch vom 29. März, das haben wir hier gemacht, das war im 2022, und natürlich die Mob-Marke 14.816, aktuell natürlich aus unserer Sicht unerreichbar tief, werden wir noch erleben, ob es dann wirklich so ist. Aber dieser Bereich aus Mob-Marke 14.816, die vielfach im Wochenchart Unterstützung war, und dem Hoch vom 29. März 2022, da liegen ja auch nur etwas mehr als 100 Punkte dazwischen. Dieser Bereich ist zur Unterseite wichtig, bricht der, können wir ruckzuck durchgeleitet werden zur Unterseite, und ansonsten, solange wir uns hier oberhalb bewegen, muss aus Wochensicht zumindest damit gerechnet werden, dass der DAX tatsächlich das Allzeithoch anläuft und möglicherweise sogar noch drüber geht. Im Tageschart, da habe ich in der letzten Woche in allen drei Services nochmal ein Update gemacht bezüglich Fibonacci-Doppelzonen. Wer noch nicht so lange die YouTube-Videos schaut, der kann damit vielleicht wenig anfangen. Aber wir haben hier zwei Fibo-Strecken, eine blaue, eine braune. Und die blaue beginnt hier im März 2020, da war nämlich das Corona-Tief 8.255. Und weil unsere Zentralbanken so freundlich waren, die Märkte mit Milliarden zu fluten, ging es ja in der Corona-Krise deutlich nach oben bis zum Allzeithoch 16.290. Und von dort aus gab es eine Konsolidierung, die zum Tief 11.862 führte. Das haben wir hier im September gemacht, letzten Jahres. Diesen Wohlfühlkeil belasse ich einfach noch im Chart. Warum? Er ist technisch ungültig. Wir sind drei Tage über den Apex drüber. Aber weil wir in dieser Woche eben einen Verfall hatten, auch wenn es nur ein kleiner war, interessiert mich einfach, was in der nächsten Woche passiert. Deswegen bleibt er zunächst einmal noch drin. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich wollte über die Fibonacci-Doppelzonen reden. Das heißt, wir haben eine Konsolidierungs-Fibo und wir haben eine Anstiegs-Fibo. Und immer dort, wo zwei Fibo-Marken eng beieinander liegen, bilden sich Fibonacci-Zonen. Die habe ich hier in so einem schrägen lila Ton eingefärbt. Wir haben es hier im Anstieg gesehen, dass in dieser Zone einige Tage lang gekämpft wurde. Es ging nochmal runter, rauf, nochmal runter. Oft ja auch der Fall, dass es nochmal so einen Abputzer- oder Ausputzer-Spike gibt, bevor es zur Unterseite geht. Aber wir sind eben wieder drüber. Diese Marken bleiben interessant, solange die 16.290, das Allzeithoch, nicht überwunden wird. Und es wird hier natürlich auch deutlich, wir haben hier die 15.273, die wir uns auch noch ein bisschen genauer angucken oder in Erinnerung bringen. Und die schon gezeigte 76er Erholung dieser Abwärtsstrecke, nicht? Denn es ging ja runter nach 11.862, kleinste Erholung, dann die 38er, 50er, 61er, die war wichtig. Dong, 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 da gab es auf den Kopf und da musste es nochmal runter. Und hier eben die 76er und seitdem 2. Februar eiern wir hier herum. Wir haben hier einen Shooting Star, das ist eine bärische Kerze, ist natürlich auch in den Ausblicken genannt worden. Das war der Freitag, also im letzten Wochenendausblick auch schon genannt. Und das ist unsere Range. Wir haben heute ein Hoch eingebucht, das ist ein Tick unter dem letzten Hoch 15.658 lag, ich meine 24 Punkte. Das heißt, wir haben hier einen Doppeltop im Tageschart. Und wir haben hier einen 1, 2, 3, 4, vielleicht sogar 5-fachen Boden im Bereich der 15.273 bis 15.245. Und das ist eine Seitwärtsrange. Und die ist ähnlich fies wie diese hier. Das war nämlich auch eine. Und das war auch eine. Ja, heißt aus Tagessicht, passiert tatsächlich erst etwas, wenn wir über 15.658 in höhere Gefilde entschwinden oder wenn dieser Bereich aus 15.273 und 15.245 bricht. Und sofern das am Montag passiert, da sind die USA ja nicht bei uns, die feiern President's Day, schauen wir mal. Also der DAX ist ja manchmal, wenn die USA nicht dabei sind, entweder pennt er den ganzen Tag und bewegt sich in einer schlanken 30 bis 60 Punkte Range oder er macht irgendwelche vollkommen wahnsinnigen Sachen.
Also insofern darf man auch nicht ausschließen, dass der am Montag hier oben rausgeht. Aber das sind eben die beiden Marken und bevor da nichts gebrochen wird, passiert eben auch nichts. So, jetzt haben wir das drin und ich fast die Ergebnistabelle vergessen. Die gucken wir uns auch noch an, weil die ganz interessant ist. Wir haben mit einer Differenz von plus 174 Punkten zur Vorwoche geschlossen und die Differenz zum Monatsultimo des Januars, hier am 30. Januar bei 15.126 gemacht, beträgt 353 Punkte. Diese grünen Klötzchen hier, das sind alles Doppelböden. Wir haben also Tiefs, nicht? Wir haben einen bei 14.993 und 14.988, der zweite, die Nummer kennt ihr, habt ihr eben gesehen, 15.273, 15.275, also ein schöner Doppelboden. Wir hatten hier einen, der ist aber durch das heutige Tief gerissen worden, aber wir haben einen frischen, 15.305 und das heutige Tief 15.300. Das heißt, der Montag und der Freitag, die haben fast ein identisches Tief. Und interessant war es auch schon deshalb, das heutige Tief ja glatt auf der 15.300 und damit wurde, ich schrieb es schon im Blog, der Schlusskurs der Vorwoche verteidigt. Der war nämlich 15.307. Und genau da haben die Bullen heute die Bremse angezogen und gesagt, nee, wir wollen eine grüne Woche und das haben sie ja mit 174 Punkten auch geschafft. Nun haben wir durch das Hoch, zeigte ich ja eben schon, vom Donnerstag 15.634 und das Hoch vom 9. Februar, daraus hatte sich ja der Shootingstar entwickelt, 15.658, da liegen nur ein paar Punkte zwischen, es sind 24, hatte das richtig erinnert. Also insofern ein Doppeltop, ein Doppelboden, ein Doppelboden, ein Doppelboden. Und falls es hier kaskadenartig zur Unterseite mal konsolidieren sollte, dann wird es das tun unterhalb der 15.300. Dann brechen ja auch die, oder dann würden, nicht brechen, aber dann würden die anderen Marken, die braune Zone aus dem M5-Chart, kennen die Abonnenten, zeige ich nachher noch, bei 15.273 und 15.246, die würden unter Feuer kommen. Also das ist jetzt irgendwo ein ganz wichtiger Bereich zur Unterseite. Ja, und wenn der DAX zur Oberseite entfleuchten will, dann muss er über diese beiden Marken rüber. Aber das war heute schon ein starkes Zeichen, dass die 15.300 jetzt erstmal der Bereich ist, wo man nicht mehr drunter möchte. So, den Tageschart haben wir uns angeguckt, wird ja hier auch deutlich. Und dann wechseln wir mal in den 4-Stunden-Chart. Haben wir uns vor längerer Zeit schon angeguckt, war das Wochenendvideo vom 19. Dezember ab Minute 29.20. Da ging es darum, wie können wir Böden identifizieren und mal auf Long setzen. Das Ganze hier ist ja eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die ausgebrochen ist und ihr statistisches Ziel bei 15.868 hat. Und ich will jetzt gar nicht groß auf das Ziel eingehen, ob das angelaufen werden kann oder nicht. Alles geht, nichts muss beim DAX. Das, was einfach wichtig ist, ich habe ja öfter schon über F-Flaggen gesprochen. Das sind Flaggen, die einem impulsiven Anstieg folgen und es sind eigentlich Konsolidierungsbewegungen, auch wenn sie aufwärts gerichtet sind. Aber wir haben diese, das war irgendwie das Tief so im Bereich 13.820 und dann ging es ja hoch bis nach 15.260 Aufsätze auf die untere, Andocker an die obere, Aufsätze an die untere. Das war heute die 15.300. Und so eine F-Flagge heißt ebenso, weil sie durch diesen Fahnenmast und die begrenzenden Linien aussieht wie ein F. Das heißt, man achtet sowieso auf die untere Begrenzung, aber tatsächlich brechen tun diese Gebilde, also charttechnisch sprechen, tun sie erst, wenn das Tief der Flagge gebrochen wird und das liegt hier so im Bereich 14.900 und würde auch dazu passen, dass die 15.000 bricht, wenn es dann passiert. Wollte ich nur noch mal sagen, weil es flackt überall und wir haben Wolfe-Keile und wir haben symmetrische Dreiecke und fallende und steigende, also das ist einfach normal in solchen Seitwärts-Ranges, die wir ja hier sehen, da ist die untere Begrenzung, hier ist die obere Begrenzung. In solchen Seitwärtsrange bilden sich eben einfach Figuren und oftmals hat man es dann mit einer Fata Morgana zu tun, die sich in eine andere Chartformation morpht.
Das nervt, aber wir müssen mit dem leben, was wir kriegen. Im 3-Stunden-Chart sehen wir die F-Flagge, die wir uns eben angeguckt haben, nochmal. Hier der Fernmast und dann der steigende Kanal oder eben F-Flagge mit jeweils ein oder zwei unten Auflagepunkten. Hier die 15273, die wichtige, die hier im Grunde auch die Nackenlinie einer möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bildet. Dafür muss der DAX aber wieder runter. Und hier haben wir den Doppelboden 14988 in der Ergebnistabelle gezeigt. Tja, und was ist dieser Kanal, diese F-Flagge? Eigentlich nichts weiter als ein Bestandteil eines noch größeren Kanals, der seinen ersten Auflagepunkt hier unten hat. Das war der 3.11.2022. Dann Aufsetzer, Aufsetzer. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Tja, die obere Begrenzung am Montag bei 15.812, da müsste DAX also schon kräftig zulegen, wenn er da nochmal anklopfen will. Die gepunktete Mittellinie dieses Kanals bei 15.178 und die untere Begrenzung des Kanals aktuell bei 14.544 wird natürlich in den drei Services regelmäßig abgedatet. Ab sofort. Also, ja. Was will man dazu sagen? Es bleibt dabei, die Seitwärtsrange, das muss hier unten brechen oder hier oben raus, dann geht's möglicherweise zur 15.812, alle 3 Stunden leicht steigend. Aber so ist das eben. Aktuell ist im DAX, das muss man aus dieser Perspektive auch klar sehen, noch nichts short. Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man aus solchen steigenden Kanälen mitnehmen muss. Es muss mindestens mal dieser Kanal brechen, damit man ein bisschen skeptischer werden kann. So, und um das nochmal zu untermauern, wir gehen nochmal kurz in den Tageschart hinein, zu den Doppelfibozonen, und holen uns jetzt mal die Bollinger Bänder rein. Da sehen wir, dass wir hier zweimal am Top gearbeitet haben. Das könnte eine Top-Bildung sein. Wir sehen aber auch hier, dass die Mittelspur der Bollinger Bänder, das ist die 20 SMA, die verläuft bei 15.309 und könnte ein Grund gewesen sein, warum es heute von dort wieder zur Oberseite ging. Also wenn wir die Bollinger Bänder jetzt wieder rausnehmen und nehmen mal die blaue 20 SMA hinein, verläuft eben bei 15.309. Die rote 50 SMA aus dem Tageschart 14.784 und die 200 SMA 13.727. Es ist also nicht short, weil der DAX über allen drei geläufigen, also 20, 50 und 200 SMA handelt. Bricht er die 20 SMA, die blaue, und fällt hier durch, ist es durchaus möglich, dass wir mit der 50 SMA Bekanntschaft machen. Und wenn es einen richtigen Sell-off gibt und dieser Wolfe-Keil als Zombie-Keil verspätet zur Unterseite läuft, dann kann es auch durchaus sein, wir sehen die Ziellinie hier, dass wir mit der 200 SMA nochmal Bekanntschaft machen. Aber aktuell eben, und das ist die Message, solange das hier hält, ist nix short im DAX, nicht? Er steigt. So, die 2-Stunden-Geschichte hatten wir, 3 Stunden hatten wir die, ja, das war der Kanal, genau. Im 2-Stunden-Chart sehen wir eine mögliche, falls es weiter zur Oberseite läuft, eine mögliche ABC-Bewegung, der dreifache Boden 11.862 aus September 2022 hat ja hier einen sauberen Anstieg hingelegt, das ging bis in den Bereich 14.670, 680, ich weiß es nicht genau. Dann gab es eine Konsolidierung, und zwar eine bullische, die nur bis zur 32er Konsolidierung lief. Dann wurden hier Böden gebaut im Bereich 13.791, und seitdem steigt der Bursche weiter an. Wenn das eine ABC-Bewegung wird, liegt das Ziel dieser ABC-Bewegung bei 16.604 und damit über dem Allzeithoch. Ob das erreicht wird, weiß ich nicht. Wenn es auf der Zeitachse symmetrisch bleibt, dann müsste das bis zum 3. März passieren. Vielleicht gibt es ja irgendeine positive News aus dem Ukraine-Konflikt, und
Wir haben wieder fröhlich eitel Sonnenschein, wer weiß das schon. Ja, also solange wir hier unten nicht rausfallen oder die Zeitachse nicht deutlich überschritten wird, ist das eine Möglichkeit, nicht? Fallen wir hier raus und laufen in eine Konsolidierung rein, eben auch in Form einer SKS, die bis hier führen würde. Hier könnte man im Grunde sogar eine zweite SKS dann bilden mit einer Nackenlinie im Bereich 14.900, dann ist das möglicherweise passé. Ich will einfach nur sagen, wir sind in einem steigenden Markt, der konsolidiert zwischendurch ein bisschen, aber steigt weiter an. Noch. Im Stundenchart sehen wir nochmal diese mögliche Schulterkopfschulter, die sich aber geweigert hat, sich zu aktivieren. Dafür hätte sie nämlich hier aufsetzen müssen. Aber die letzte Aufwärtsstrecke, das ist das Tief 13.791. Hier sehen wir noch die braune Zone mit den Jahresmarken, die hat uns ja auch lange begleitet. Und DAX wollte dann nicht mehr rein. Aber der Anstieg von 13.791 zum aktuellen Hoch 15.658 ist noch nicht mal zur kleinsten Konsolidierungsmarke 23.6 gelaufen. Selbst das macht der DAX nicht. Und das unterstreicht, dass er oben gehalten wird, dass es Marktkräfte gibt, die den Markt eben oben halten und auch weiter antreiben. Da ist also noch genügend Liquidität im Markt. Ob das jetzt hier eine Distributionsphase ist, nicht? Davon spricht man ja, wenn ein Markt ansteigt, also hier unten sind, ist das Smart Money eingestiegen oder auch noch viel tiefer und treibt dann, dann gibt es so eine Zwischenkonsolidierung und nochmal einen kräftigen Anstieg. Und wenn dann eine Top-Bildung stattfindet, dann wird diese Zeit und diese Seitwärtsrange genutzt, weil dann das smarte Geld an das dumme Geld verkauft. Das heißt, hier werden die ganzen kleinen Anleger reingelockt und kaufen eben und dann wird der Boden weggezogen. Wenn wir es aber mit einer ähnlichen Situation wie hier zu tun haben, Seitwärtsrange und nächster Anstieg, dann kann auch das passieren. Das passiert nämlich dann, wenn sich die kleinen Anleger für besonders schlau halten und hier shorten wie die Wilden, weil es muss ja jetzt fallen. Und dann gibt es genügend Treibstoff, um diese shorten kleinen Anleger aus ihren Positionen zu drängen. Und dann gibt es Short Covering und nächsten Leg Up und erst dann geht's runter. Ich wiederhole mich. In dieser Seitwärtsrange handeln. Intraday kann man das tun, da gibt es manchmal Figuren und Gelegenheiten, aber wirklich größere Positionen einzugehen, gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund für. In den 30-Minuten-Chart, das ist ein Wohlfekal gewesen, auf den ich auch hingewiesen habe, und das war der Mittwoch auf Donnerstag, da gäbte der DAX ja am Donnerstag zur Oberseite und machte damit eine 5. Eine 1 war vorhanden, eine 2, eine 3, eine 4. Die 5 fehlte und dann ging es zur Unterseite und ihr erinnert euch sicherlich, dass am Donnerstag dann so ab USA-Eröffnung zog der DAX wieder zur Oberseite, hat dann hier oben geschlossen und kam heute mit einem knackigen Gap Down rein, aber hat eben sein Tief hier an der 15.300 gemacht und hat damit den Zielanlauf an den Wolfe-Keil, an die Ziellinie. Die lag bei 15.273 und damit genau auf dem Doppelboden. Also da ist dann dieser Respektabstand eingehalten worden. Leider wäre schöner gewesen, wenn es hier einen Punktaufsetzer gegeben hätte. Nun müssen wir mal gucken, wie das am Montag weitergeht. Nicht? Er kam ja auch nicht wieder in den Keil hinein, der liebe DAX. Also entweder läuft er am Montag seitwärts oder er macht den nächsten Schubs zur Oberseite. Vielleicht geht er auch nochmal runter und besucht die Ziellinie. Und damit sind natürlich jetzt alle begeistert, die von Charttechnik nicht allzu viel verstehen und sagen, naja, der Marius sagt, es kann seitwärts laufen, hoch oder runter. Tolle Analyse. Darüber habe ich ja in meinem Money Management Video gesprochen. Ja, also technisch, wenn es zur Oberseite geht, würde ich sagen, ist die technisch abgearbeitet. Irgendwie die fehlenden 20 Punkte, da kriegt kein Hahn nach, jedenfalls nicht in solchen Märkten. Aber falls es am Montag zur Unterseite geht, werden wir natürlich nochmal auf diese Ziellinie achten. Manchmal wird sie erst im zweiten Anlauf gemacht. Ah ja, und weil wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 sehen, aber hier noch ein Hoch haben und hier ein Tief und hier ein höheres Tief und hier ein tieferes Hoch,
kann man das, was wir hier sehen, natürlich auch als ein beginnendes symmetrisches Dreieck, oder nicht beginnendes, sondern fast fertiges symmetrisches Dreieck betrachten. Dann hätten wir nämlich eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und würden jetzt auf die 5 warten im Bereich 15.626 am Montag. Also das ist das, was ich meine, dass sich in Seitwärtsrange, wenn es eben nicht knackig zur Oberseite ausbricht oder zur Unterseite einstürzt, dann bilden sich eben Figuren. Und wir haben trotzdem keine Gewissheit, dass, wenn es hier an die 5 anklopft, dass der DAX dann zur Oberseite ausbricht oder runterläuft und hier ausbricht. Das kann auch sein, dass der hier weiter einfach sich einhängt, bis es dann irgendwann 2, 3, 4, 5 Tage später eine Bewegung gibt. Aber ja, es ist so. Im 10-Minuten-Chart heute auch gezeigt, das ist dann eben so, wenn man seitwärts läuft, haben wir, nachdem wir das Tief hier gemacht haben, bei 15.300, das war ja ein knackiges Gap zur Unterseite, habe ich einen möglichen Wolfe, es war ja ein aktiver, aber ich habe von der Möglichkeit gesprochen und gesagt, wenn es hier über die untere Keiltrendlinie geht oder gar über die obere, dann kann es durchaus sein, dass wir es mit einem bullischen Keil zu tun haben. So wie der sich hier an dieser Linie gehangelt hat, hat er die wohl auch erkannt. Die 2 und die 4, das sind ja die Auflagepunkte. Und wenn wir mal schauen, 15.635, dort verläuft am Montag zum Handelsbeginn die Ziellinie. 15.635, merken wir uns. 15.626. Also aus dieser Perspektive heraus würde ich behaupten, wenn der DAX dann die Figuren abarbeiten will, läuft er am Montag zur Oberseite und aktiviert die 5 dieses symmetrischen Dreiecks, und dann darf er entweder direkt ausbrechen oder er macht einen blöden Fehlausbruch und fällt wieder in das Dreieck zurück. Aber aus der aktuellen Perspektive, solange die USA, die ja heute um 22 Uhr Verfall haben und am Montag nicht dabei sind, aus der Perspektive heraus ist es wahrscheinlicher im Moment, dass wir die 15.626 und die 15.635 am Montag anlaufen. Garantien gibt es natürlich nicht. Der M5 zeigt nochmal den Wolfe-Keil, der seinen Zieleinlauf knapp verpasst hat, nehme ich raus. Ich zeige ihn hier nur nochmal, weil natürlich im M5 deutlicher wird, wie genau der gearbeitet hat. Der hat sich also hier an der unteren Keiltrendlinie eine Klatsche abgeholt. Wenn der Markt jetzt irgendwo bärisch wäre, dann würde ich sagen, das ist ein Abschiedskurs und der läuft runter und holt sich das Ding. Da werden wir am Montag schlauer sein. Ich nehme das jetzt mal raus, weil das hat hier eigentlich im M5 nichts zu suchen. Denn der M5 ist ja der Übersichtschart. Ja, es ist ein Gap übrig geblieben von Donnerstag auf Freitag, 15.533, geht es also zur Oberseite, wird das geschlossen, setzt sich das hier zur Unterseite fort, ist für uns eigentlich, da ist übrigens Freitag auf Montag, nicht, also das ist die gesamte Woche gewesen, diese Zone, die habe ich am Montag eingezeichnet, weil es sehr auffällig war, dass der DAX hier drin arbeitete und die wichtige Zone ist diese braune hier, in der ganzen Woche drüber gesprochen. Wir haben hier die Mittelspur eines großen Kanals aus dem 3-Tages-Chart. Wir haben das Tief vom 10. Februar bei 15.246. Wir haben die gezeigte 76.4 Erholung, 15.245. Und wir haben hier den Doppelboden und die mögliche Schulterkopf-Schulternackenlinie. 15.273, das sind also 1, 2, 3, 4 Marken. Wenn die gebrochen werden, kann ich mir vorstellen, dass wir ruckzuck das Gap schließen, gegebenenfalls auch das X-Dreifach-Top anlaufen und tiefer fallen, also in den Bereich 15.000. Aber solange das hier verteidigt wird, und wir haben ja hier noch, eigentlich müsste ich die braune Zone erweitern bis nach 15.300, denn das ist ja auch, wie wir in der Ergebnistabelle gesehen haben, jetzt ein Doppelboden. Also Doppelboden, Doppelboden, 74er Erholung, die seit langer Zeit verteidigt wird, tief vom 10. Februar. Da braucht es wahrscheinlich Bad News oder
irgendein Großkopf, der den Boden wegzieht. Ansonsten müssen wir uns weiter in der Range bewegen und gegebenenfalls zur Oberseite ausbrechen. Und zur Oberseite ausbrechen, das gelingt eben, wenn wir das Gap schließen, den kleinen bullischen Wolfe-Keil absolvieren am Montag und natürlich hoch vom 16. Februar 15.634 und das Shooting Star hoch 15.658 überwinden. 24 Punkte, das ist also ein Doppeltop gleichzeitig. Da muss es drüber. Und dann gibt es eben viele weitere Marken zur Oberseite, mit denen der DAX sich beschäftigen könnte. So, was ich nochmal ganz kurz machen möchte, das ist ja der Projekt 30-Tages-Ausblick, kostet 15 Euro im Monat oder 40 Euro für 3 Monate. Projekt 30.blog. Und da gibt es eben jeden Tag den Ausblick, jeden Abend den Ausblick für den nächsten Tag. Und es gibt natürlich auch noch Updates, nicht? Also, ich wollte irgendwas zeigen. Update vom 16. Februar. Genau, da hatten wir diesen Keil noch drin. Wann habe ich denn das gepostet? Um 11.28 Uhr am Donnerstag. Da hatten wir dieses Gap-Up über die obere Begrenzung und die Warnung war eben, wenn diese obere Keilbegrenzung, Keiltrendlinie bricht, könnte die untere oder auch die Ziellinie angelaufen werden. Insofern, wer im 5-Minuten-Chart gerne handelt oder tradet, der war vorgewarnt und hat möglicherweise auch eine Chance wahrgenommen. Ich weiß, dass einige im Block short waren. Und es gab natürlich auch einen Hinweis, stockstreet.de sei Dank, aus dem Verfallstag-Diagramm. Denn wir waren mit diesem Gap-Up, muss ich nochmal zeigen, sind wir ja deutlich über die 15.600 gegangen. Ich glaube, das war bis 15.645. Und weil wir ja am Freitag kleinen Verfall hatten, war natürlich die Aussage, wenn wir hier tatsächlich die 15.600 auch noch ins Geld schieben, dann müssen die Stillhalter natürlich diese Position hedgen. Wenn sie hedgen, kaufen sie den Markt und schieben damit eine Aufwärtsbewegung noch an. Es wäre eigentlich dann nur noch ein Katzensprung bis zur 15.700 gewesen oder möglicherweise sogar 15.800. Das heißt, interessant war die 15.600er Call-Position und die 15.500er, denn die waren zu dem Zeitpunkt beide im Geld. Und ich schreibe dann eben auch immer ein bisschen was dazu. Und wie wir wissen, ging es dann eben anschließend, nachdem wir da über den Wolfe-Keil gehüpft sind, ging es zur Unterseite. Und da war natürlich wichtig, da sehen wir nochmal, das war ein Update, wie lange der, also zumindest mal aus 5 Minuten Sicht, wie lange der DAX da oben diese Wolfe-Keil-Trendlinie halten wollte und sich weigerte, zur Unterseite zu laufen. Das habe ich um 13.56 Uhr als Update gepostet und dann noch den Dow Jones dazu gepackt und S&P, das gibt es immer vorbörslich. Das sind übrigens alles Sachen, die zuerst im Leserstream und im Premium gepostet werden. Und natürlich auch deutlich weniger als in den Chat-Services. Da gibt es ja am laufenden Band Updates. Hier natürlich nicht. So, und dann war das der Freitag. Nee, das war es nicht. Das wollte ich noch zeigen, genau. Das ist heute um 14.20 Uhr veröffentlicht worden. Da habe ich eben auf diesen bullischen Wolfe-Keil aufmerksam gemacht, den wir uns eben angeschaut haben und habe den auch nochmal abgedatet. Also wenn irgendwelche interessanten und einigermaßen verlässlichen Sachen auftauchen, dann wird das eben nicht nur im Leserstream und im Premium-Chat gepostet, sondern ab und zu dann eben auch hier in dem Newsletter, wenngleich der eigentliche Service eben nur immer der Ausblick für den nächsten Tag ist, aber es gibt dann ab und zu eben auch Updates hier zum Beispiel zum Siemens Energy, der ein Descending Broadening Wedge möglicherweise in der Mache hat. Gut, genug der Reklame. Wer in den Newsletter
hinein möchte, ihn abonnieren möchte, der ruft projekt30.blog auf. Wie gesagt, kostet 15 Euro im Monat, 40 für 3 Monate, keine automatische Verlängerung, in keinem meiner Services passiert das. Wer in den Chat will, also entweder Leserstream oder Premium, hier gibt es noch ein paar technische Gimmicks dazu, der schreibt mir eine Mail an marius@projekt30.blog und in der Regel hat er dann ein bis spätestens 3 Tage später auch den Registrierungslink von mir. Ja, ansonsten mal Video anhalten und durchlesen und dann machen wir weiter mit den US-Indizes. So, der Dow Jones handelt ja noch. Der Bursche hat bekanntlich ja ein symmetrisches Dreieck im Chart gehabt und das ist mir vor 2 oder 3 Tagen so auf die Nerven gegangen, dass ich gesagt habe, keep it straight and simple, das wird zu unsauber, gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Und ja, es gab eine, nämlich ein Dreieck, einmal, zweimal, dreimal, also ein dreifaches Top gebaut, auf der Unterseite einmal, zweimal angelaufen und jetzt herausgefallen, nachdem es hier an der 5 aktiviert wurde. Die obere Trendlinie 34.342 verläuft waagerecht, die untere steigt, es ist also ein steigendes Dreieck und hier ist wie im DAX eine elendig lange, naja, elendig lang will ich nicht sagen, aber sie läuft seit dem 26.01. Seitwärtsrange, nicht? Ping, pong, ping, pong, ping, pong. Und heute ging es unter das Dreieck und kurzfristig auch unter die 4 dieses Dreiecks. Und damit wurden auch die bärischen Trigger aktiviert. Das heißt, wir haben das statistische Ziel dieses Dreiecks 32.972, das statistische Ziel zur Oberseite 35.322 und wir haben diese Seitwärtsrange und wir wissen, dass so Seitwärtsrange gerne in gleicher Höhe zur Oberseite oder zur Unterseite abgetragen werden. Das haben wir oft genug erlebt, das habe ich oft genug in Charts gezeigt. Diese Seitwärtsrange ist 757 Punkte hoch. Das heißt, wenn ich die zur Oberseite ansetze, dann kommen wir hier nach 35.099 und wenn ich sie zur Unterseite ansetze, kommen wir nach 32.828. Damit sind wir immer noch nicht schlauer, denn was hat der liebe Dow Jones gemacht, nachdem er hier heute mit dem Gapdown erstmal unter diese Seitwärtsrange gappte? Er ist flugs wieder reingehüpft und arbeitet jetzt seit 1, 2, 3, 4 Stunden an der unteren Begrenzung. Die verläuft bei 33.839 und genau in dem Bereich arbeitet er auch. Ja, ein kleiner Anhaltspunkt wird es eben sein, kriecht er wieder rein in dieses steigende Dreieck oberhalb 33.839 und macht er sein Gap vom Donnerstag zu bei 34.128, dann ist das Rennen wieder offen und wir müssen gegebenenfalls dann, falls sich das weiter zur Oberseite entwickelt, müssen wir möglicherweise auch akzeptieren, dass das hier ein Fehlausbruch ist und das Ding doch zur Oberseite rausgeht. Kriegt er hier aber nur entweder gar nicht oder nur minimal rein, schließt sein Gap nicht, kriegt die 34.342 nicht mehr am Wickel und dreht irgendwann um, dann werden diese Ziele hier priorisiert. Die ja auch, wenn wir uns mal das Tief hier an der 2 angucken, eigentlich eine ganz symmetrische Bewegung ergeben würden. So eine Art Rounding, Rounding Top, was auch immer, in diesem Bereich. Ja, Tageschart und alles andere gibt es im Blog und im Leserstream und im täglichen Ausblick. Der S&P im 4-Stunden-Chart, der ist seit dem 13.10. in einem steigenden Kanal unterwegs. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal aufgesetzt, hier oben zweimal, damit verifiziert. Ja, was macht der jetzt? Der hat ein Descending Broadening Wedge gebaut. Saubere 1, saubere 2, saubere 3, eine saubere 4, eine wunderschöne 5 und dann ging das Gerödel los. Hier am Donnerstag kam er nicht mehr über die obere Begrenzung, 4136 zur Stunde und ist heute mit dem Gap runtergelaufen und an und unter die 4 des DBWs und hat damit eben auch die bärischen Ziele aktiviert, was uns nicht unbedingt schlauer macht.
Ja, das statistische Ziel 4006 und damit die neuralgische 4000er-Marke, extrem wichtig im S&P, haben wir vorhin in den aufgezogenen Charts gesehen, denn bei 3997 verläuft die wichtige 38,2-Erholung. Das heißt, fällt der hier runter, wird das ein ganz knackiger Bereich gemeinsam mit der unteren Kanalbegrenzung. Also, falls der hier runterläuft und die 4000 bricht und alles schreit, jetzt geht's aber richtig abwärts, achtet auf diese Linie, bevor die 3973 nicht nachhaltig bricht, könnte sich das als Fake erweisen. Ja, falls der heute, wahrscheinlich nicht mehr, aber falls der am Dienstag zur Oberseite zieht und über die 4136 geht, sein Gap vom Donnerstag schließt, dann steht ihm der Weg zu diesen beiden Marken offen, 4267 und 4292. Das sind das statistische und das 100% Ziel des Descending Broadening Wedges. Ja. Und wenn dieser Kanal brechen sollte, ja, dann wird's ein bisschen bärischer. Und besonders wenn die 38er und damit die Runde 4000 verloren geht, dann ist es durchaus möglich. Er hat ja hier lange Zeit an der 23er Mindesterholung gekämpft. Dann ist es durchaus möglich, dass wir da nochmal so einen Kampf sehen und möglicherweise auch einen Absturz. Der Nasdaq im 1-Stunden-Chart ärgert sich ebenfalls mit einem Descending Broadening Wedge herum. Ebenso schön sauber konstruiert mit 1, 2, 3, 4, perfekte 5, Fehlausbruch, Gap runter, Ausbruchsversuch zur Oberseite und am Donnerstag dann runter, das Gap vom Donnerstag, 12.442 noch nicht geschlossen. Der hat aber die vier seines Descending Broadening Wedges noch nicht aktiviert. Wenn der an und unter die 4 läuft, aktiviert er nämlich die 11.937 als statistisches Ziel. Das passt hervorragend zur 23er Mindesterholung und das wäre ziemlich eklig, wenn der da drunter fällt. Und wenn er drunter fällt, dann können wir auch davon ausgehen, dass er das 100%-Ziel bei 11.527 macht, möglicherweise sogar das Tief vom 19. Januar aufsucht. Und wenn alle Indizes in eine Konsolidierung rutschen, dann ist eben auch das Tief vom 13. Oktober bei 10.440 nicht ausgeschlossen. Kriegt er das wieder auf die Reihe, macht sein Gap zu, geht über die obere Keiltrendlinie, aktiviert nicht die bärischen Ziele mit An- und Unterschreiten der 4, ja, dann kann er sein Gap vom 16. Februar zumachen oder diesen Bereich überwinden. Das Hoch vom 2. Februar und die 38,2-Erholung liegen sehr eng beisammen. Ganz wichtig, wenn er da drüber geht, darf der die 13.196 und die 13.312 anlaufen oder in der Folge auch der Bereich aus 50% Erholung und Hoch vom 16. August 2022. WTI im 4-Stunden-Chart. Tja, das ist ein Überraschungsbonbon. Ne? Ich müsste noch hier eine Schleife dran machen. Ja, was soll ich dazu sagen? Kann ich gar nichts zu sagen. Das Ding läuft seitwärts, unten die 70,25, oben die 83 und solange der Öl, ja, solange das US-Rohöl darin rumtänzelt, passiert nichts. Gucken wir in den Wochenchart. Da haben wir einen bärischen Wohlfe-Keil. 1, 2, 3, 4, eine fallende Trendlinie, die liegt auf der 60,09. Was ist 60? 60 ist, glaube ich, der Zielbereich, den die Welt oder die halbe Welt oder ein Viertelwelt als Höchstpreis für russisches Öl festgelegt hat. Ja, könnte also passen aus politischer Sicht. Und solange der Apex ist ja überschritten, der war bereits am 12. Dezember letzten Jahres, aber der Apex liegt bei 97,80. Solange der nicht überschritten wird, bleibt dieser Wohlfe-Keil gültig. Darf also WTI bis zur Runden 60 fallen und dann schauen wir mal. Die ist nicht nur wichtig, weil sie eine Ziellinie ist, sondern die ist auf dem Weg vom 1 oder von der 1 zur 4 auch vielfach umschmeichelt worden. Andocker. Hier Rumgemenge, Andocker, Aufsetzer, Aufsetzer, Aufsetzer. Also unabhängig davon, ob das ein Wohlfe-Keil ist oder nicht, bleibt das wichtig. Dann gucken wir in den Monatschart, und zwar den logarithmischen. Da sieht das schon wieder ganz anders aus. Ne? Da sieht das nicht bärisch aus,
sondern da sieht's aus, als wenn wir hier einen Abschiedskurs gemacht haben im Dezember 2022 mit den bisherigen Tiefs. Und da steht dann 190 und 214. Wollen wir als Autofahrer oder als Menschen, die noch mit Öl heizen, natürlich nicht sehen. Aber so schräge wie diese Figur aussieht, so interessant ist sie, solange die 69 überschritten ist. Kleine Sekunde, wir müssen mal hier einen Tick weiter reingehen. 1, Aufsetzer, dritter Aufsetzer und das. Wenn das ein Abschiedskurs wird, weil sich möglicherweise die Energielage durch welche Umstände auch immer doch wieder verschärft, dann Monatschart, nicht? Das passiert ja nicht in einem Tag. Aber dann geht es eben wieder deutlich zur Oberseite. Das sind irgendwo so die beiden einzigen Marken, die ich im Moment habe. Entweder das fällt hier durch und macht die 60, die wir im Hulfe Chart gesehen haben, oder das zieht hier wieder an und wir kriegen ziemlich wahnwitzige Ölpreise. Kupfer. Ein ähnliches Bild. Wir haben eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5. Überschussbereich. Ja, Seitwärtsrange. Das ist ja ein Tageschart. Kupfer. Seit dem 6.2. Ja, was soll ich dazu sagen? Das bleibt entweder oberhalb der oberen Keilbegrenzung oder es bricht die untere Keilbegrenzung und macht sich auf den Weg zur Ziellinie. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und solange das nicht passiert, ist das hier irgendwo... Ist das hier irgendwo die Range, die man aushalten muss? Oder man hält sich raus und wartet bis zur Oberseite oder zur Unterseite diese Range verlassen wird. Im Wochenchart das letzte Tief, das letzte Hoch, das ist ein Doppeltop. Da liegen zwar ein paar Pünktchen zwischen, aber es ist eindeutig ein Doppeltop. Das, was für eher steigende Kurse spricht, ist eben Auflagepunkt, 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 halber Auflagepunkt. Das heißt, wir haben eine Steigungslinie, mit der wir arbeiten können, und es ist hier von der Konsolidierung her fast bis zur 61er gelaufen, also die letzte Ausfahrt der Bullen, von dort hat es angezogen. Das muss jetzt aber über die 23er Konso rüber, damit die letzten Hochs angelaufen werden können. Hier ist übrigens das Wolfe-Keil-Ziel nochmal zu sehen. Und das Einzige, was das irgendwo so torpedieren kann, ist eben, wenn das eine Bärenflagge wird oder eben, wie gezeigt, ein Wolfe-Keil. Das heißt, könnte das eine 1, 2, 3, 4, 5, ja, das kann auch im Wochenchart ein Wolfe-Keil werden. 1, 2, 3, 4, dann würde die Ziellinie da langlaufen, ja. Also, wichtiger Bereich, 50% Konsolidierung, Wolfe-Ziel, steigende Trendlinie. Aber solange sich Kupfer oberhalb der 38er Konsolidierung aufhält, sehe ich das eher bullisch. Aber es muss eine Fortsetzung geben, nicht? Ach Gott, Bitcoin. Ja, hat sich ja irgendwie prima entwickelt. Den Wolfe-Keil, den wir hier unten gechartet und veröffentlicht haben, hat sich ja prima entwickelt. Wir sind hier im Tageschart. Das mal zum Thema Ziellinien. Wolfe-Keil-Ziellinien werden gerne umschmeichelt, nicht? Runter, rauf und hier wieder das Tief gemacht. Und das heute am Freitag sieht doch irgendwie gut aus. 24.988. Das, was hier im Bereich 15.000 noch illusorisch schien, dass wir nämlich die alte Unterstützung 28.850, die ist vielfach, ich komme jetzt gar nicht so weit nach hinten, die hat vielfach gestürzt, dass wir die wieder anlaufen, ist gar nicht mal so unmöglich, ne? Also mal gucken. 15%. Also das ist ja für Bitcoin nicht unbedingt ein Problem. Das heißt, oberhalb der Ziellinie, dieses bullischen Wolfe-Keils, bullisch, weil er fällt,
die ist so oft umschmeichelt worden und jetzt zweimal als Boden auserkoren. Also 23.500 kann man durchaus im Auge behalten als Bereich, der nun halten muss. Und mehr kann ich da im Grunde auch nicht zu sagen, außer im Wochenchart. Da gab es nämlich vor einigen Tagen, oder war das vorgestern erst noch, da hat ein sehr geschätzter User geschrieben, dass er einen Artikel gelesen hat, Bitcoin läuft auf 1 Million. Und da melden sich natürlich erfahrungsgemäß dann Leute, da gehöre ich auch zu, die sagen, naja, 1 Million, pff, wie soll das denn passieren? Und ja, das kann relativ schnell passieren. Das ist jetzt keine Ansage, dass Bitcoin 1 Million wert sein wird. Aber wenn wir jetzt mal, dafür brauchen wir nämlich den logarithmischen Chart, uns mal anschauen, was hier so passiert ist. Ich meine, Bitcoin kommt ja irgendwie so aus dem Bereich 0,09, nicht? Ich will jetzt gar nicht mal den prozentualen Anstieg bis nach 1239 unbedingt ausrechnen. Aber das, was wir hier sehen, ist eben brutaler Anstieg, eine brutale Konsolidierung, 92% Wertverlust im Laufe von 3 Jahren und 3 Monaten. Danach ging es oben drüber. Dann gab es den nächsten wahnwitzigen Anstieg von 1239 nach 19.760. Das dauerte 2 Jahre und 11 Monate, bis das zur Oberseite verlassen wurde. Und dann gab es den nächsten Schwups von rund 20.000 nach rund 70.000. Und aktuell, noch aktuell, ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, bewegt sich Bitcoin in so einem Kasten. Ich habe den mal auf 3 Jahre und 1 Monat angelegt. Das wäre also, was wäre das denn? Das wäre der 30.12.2024. Und wenn wir das logarithmisch uns angucken, da ist die Million, ne? Also rein aus logarithmischer Sicht, also wir können ja hier nochmal den prozentualen Anstieg nehmen, das waren 1490% zum Beispiel. Oder wenn wir den Anstieg hier nehmen, von dem Tief dorthin, das waren 60.500%. Also das Schöne an Bitcoin, so skeptisch wie man sein mag und auch darf, das Schöne an Bitcoin ist, das Zeug ist begrenzt. Es ist nicht beliebig vermehrbar. Ja, ähnlich wie Gold und Silber, wobei bei Gold und Silber wird ja viel Papier Gold und Papier Gold, Silber gehandelt, was dann auch zum Kursdrücken benutzt wird. Inwieweit jetzt die virtuellen Bitcoins einen großen Einfluss haben an dieser aktuellen Konsolidierung, weiß ich natürlich nicht. Aber ich sage eben einfach mal, solange dieses Tief im Bereich 15.250 jetzt drin ist, muss man das mal beobachten. Das kann relativ schnell, was bräuchten wir denn dafür, bis zum letzten Allzeithoch im Bereich, ja, brauchen wir 170%. Also, das hat Bitcoin ja schon mehrfach gemacht, nicht? Von hier aus dahin, das waren 260%. Ja, also ich mache jetzt hier keine Ansage, dass Bitcoin demnächst 1 Million kostet, aber ich schließe das ausdrücklich nicht aus. Das, was auf jeden Fall in der logarithmischen Sicht erkennbar wird, und das ist eben, wenn man es linear schaut, nicht so. Wenn wir das hier als Auflagepunkt nehmen oder das Tief, dann arbeitet Bitcoin jetzt gerade daran. Also Dingeling, Dingeling, Dingeling und dann einmal den Kopf drunter gesteckt. Hat das Ding auch eine Zahl für uns? Dann schauen wir doch mal, ob es über 25.650 geht auf Wochensicht. Das wäre schon mal erfreulich. Gas wollte auch jemand sehen. Gas hat ja, so unmöglich dieser Wolfe-Keil aussieht, also richtig hässlich von 1 nach 2 und diese Spikes ebenso hässlich, aber als wir den Keil dann gechartet haben, hier oben war ja die große Frage, kann es hier tatsächlich irgendwie so tief runterfallen. Ja, kann es. Wir haben hier in der, welche Woche war das? 23.01. haben wir die Ziellinie erreicht. Und
Es sieht im Moment so aus, als wenn es auch noch tiefer gehen kann. Jo. Wohin? Gucken wir in den Monatschart. Da haben wir die letzten Tiefs hier im März, April 2020 gemacht. Dort ein knackiges Hoch. Also, solange wir unter der Mindesterholung 23.6 sind, ist es wahrscheinlich, dass wir das Tief testen, also mit der Dynamik, mit der das hier fällt, durchaus möglich, dass wir das Tief testen und auch noch tiefer laufen. Also da ist bullish im Sinne von anziehenden Kursen aktuell nichts zu erkennen. Das kann sich jeden Tag ändern, keiner kann in die Zukunft schauen, aber wie gesagt, erste Erholungsmarke 23.6 ist ein Muss, bevor man da wieder long denken kann. Ja, so, was haben wir denn noch im Köcher? BioNTech. Überhaupt nicht geliebt. Schwierig, schwierig. Also, ich habe das jetzt gar nicht mit den offiziellen Daten abgeglichen, ob das das offizielle Tief und das offizielle Hoch ist. Ich habe das mal so schnell reingeworfen. Also, ein ziemlich deftiger Absturz. Unterhalb der 76er, das heißt, eigentlich müssen wir es mal umdrehen. Oh, das wollte ich nicht. Wir wollten das hier einmal umdrehen. Also vom Hoch, ja, das muss über die 143 und es muss, falls hier eine Abweise gegeben hat, über die 191, bevor man da überhaupt über Long reden kann. Aber wenn wir uns das hier angucken, was ist das? Das ist eine fiese Seitwärtsrange. Habe ich die im Wochenchart drin? Ja. Also, kann ich nichts zu sagen. Ne? Wir haben Hoch, wir haben Tief und wir haben eine Range von 75 Punkten. Das heißt, unten die 111 und oben die 186 und alles, was da dran passiert, ist mehr oder weniger Ping-Pong-Spielerei und da jetzt irgendwo auf Figurensuche zu gehen im Stundenchart oder so, das macht nicht wirklich Spaß, ne? Also, selbst im Stundenchart bilden sich hier so Ranges. Nein, also, da brauchen wir irgendeinen knackigen Tag, der mal mit viel Volumen irgendeinen Kurs reißt oder irgendeinen neuen Standard zur Ober- oder zur Unterseite setzt. Vorher kann ich da nichts zu sagen. BioNTech habe ich auch nur mit reingenommen, weil es ein Blogmitglied unbedingt haben wollte. Der schrieb nämlich, er hängt da seit ewiger Zeit fest und weiß nicht, was passiert. Ja, tut mir leid. Ich weiß es auch nicht. So, die letzten beiden Werte. Da ist einmal Silber. Silber hatte ja ein schönes Descending Broadening Wedge und die lösen sich gerne zur Oberseite auf. 1, 2, 3, 4, 5. Wäre top gewesen und dann gab es auf dem Kopf, da hatte irgendjemand was dagegen. Das ist der dritte, zweite gewesen, da wurde die 4 dieses Descending Broadening Wedges an- und unterlaufen und damit wurden die bärischen Ziele aktiviert. 22.04, das statistische Ziel, da gab es eine Punktlandung am 7.02. aktuell tiefer eingedrungen, das 100% Ziel bei 20.94 noch nicht erreicht und heute irgendwie eine sehr schöne Kerze, die uns aber erst dann weiterhilft, wenn wir wieder über die 4 bei 22.75 gehen. Dann wäre ich vielleicht sogar wieder kurzfristiger bullish. Langfristig bin ich es sowieso. Wir gucken nochmal in den Wochenchart hinein. Dort haben wir ja immer noch eine mögliche große ABC-Bewegung. Ich glaube, ich habe es auch schon im letzten Wochenausblick gesagt. Hier ist die 50% Konsolidierung dieser Anstiegsstrecke 2071, das 100% DBW-Ziel bei 2094. Da hat Silber zumindest auf Wochensicht in dem Bereich erstmal einen temporären Boden gefunden, damit es im großen Bild nicht nur von meinem Gefühl her bullish ist, sondern auch charttechnisch bullish bleibt und noch bullischer wird, muss es über die 22,93, über die obere Begrenzung dieser Flagge und dann darf es nach 25,67, 30,09 und gegebenenfalls auch nach 36,34. Da hat sich also wenig geändert.
Gold wollten wir uns noch anschauen. Ja, Stichwort Ziellinien von Wolfekeilen. Wir hatten ja im Tageschart Gold auch einen bullischen Wolfekeil, also ein fallender Keil mit einer steigenden Ziellinie. Top angelaufen worden, das war hier am 13.12. bereits und dann an. Ausbruch zur Oberseite. Ja, und wo findet Gold jetzt? Zumindest mal temporär, da rede ich über die letzten drei Tage, Boden, nochmal so ein Spike zur Unterseite an der Ex-Ziellinie, die ja eigentlich keine charttechnische Bedeutung mehr hat, aber irgendwie doch, weil Aufsetzer umschmeichelt, runter und dort die 4 gemacht. Also 1830 bleibt wichtig und den Wochenchart kennt ihr. Dort haben wir es mit einem möglichen bullischen Descending Broadening Wedge zu tun, also starker Anstieg, die 1, die 2, die 3, die 4 und die Aktivierung wartet an der 5. Solange die 2 überwunden ist, ist es wahrscheinlicher, dass die 5 angelaufen wird, als dass es die 1615 bricht. Im Wochenchart ein dreifacher Boden, der darf nicht brechen. Das wäre der feuchte Traum der Goldhasser. Goldhasser, ja. Aber gut, gucken wir uns das mal an. Von diesem Tief zu diesem Hoch nehmen wir einfach mal eine Fibonacci-Sequenz und setzen die mal so freihändig da oben an. Dann sehen wir eben hier die 100%, dort die 0%, die kleinste Konsolidierung, eine bullische, 23.6 bei 1878 und immer noch bullisch, die 38.2 bei 1828, kurzer Spike drunter. Also, wenn die 1828, 1830 eben in dem anderen Chart gezeigt nun hält, ist das wunderbar. Wenn das noch weiter runtergehen sollte, sollte Gold möglichst nicht unter die 61er Konsolidierungsmarke fallen im Bereich 1746. Das wäre ein bisschen unschön. Ansonsten, falls das jetzt die Konsolidierung war und es auf Basis der nächsten Wochen wieder zur Oberseite geht, entweder kurzfristig oder langfristig, kann ich ja nicht vorhersehen, wird sich das möglicherweise zur 5 schleichen, aktuell bei 2067. Und das sind 12%. Die müsste Gold mal zulegen. So, dann bin ich durch damit. Ich freue mich über einen Daumen hoch. In Ermangelung der üblichen Aktien, die wir uns sonst anschauen. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare rein, welche Aktie ihr euch wünscht, welche mal gechartet werden soll. Ich sammle das dann und da, wo die meisten Wünsche versammelt sind, da werde ich mir die 3, 4, 5 Aktien rausgreifen und wenn da irgendwelche Exoten bei sind, schaue ich mir die auch an und wenn was Interessantes, Exotisches dabei ist, dann nehme ich auch mal irgendeinen Outsider mit herein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns dann am nächsten Freitag oder nächsten Samstag. Herzlichen Dank und tschüss.